Heute erfahrt ihr, wie ihr von einem Zustand, der ja so ungefähr so aussieht, zu einem Zustand kommt, der sich ungefähr so beschreiben lässt. Da gibt es drei ganz große Berge zu überwinden. Das ist sozusagen der Weg, den ihr geht. Und dieser Zustand, der wird auch ganz häufig Flow genannt. Das kommt vom Fließen, vom Englischen. Man ist in einem Zustand des Flows, ist man total in einer Tätigkeit gefangen, in der Tätigkeit drin, man denkt an nichts anderes. Viele Läufer kennen das Runner's High, das ist was Ähnliches. Aber der Flow ist eigentlich der Zustand, den wir uns alle herbeisehen und auch von den spirituellen Lehrern durchaus genauso als das bezeichnet wird. Und wer auch sich im Zen ein bisschen auskennt, da geht es auch darum, in dem Moment aufzugehen. Und viele spirituelle Lehren reden immer vom Jetzt. Jetzt ist der Punkt, wo es ja anzupacken gilt. Und ja, da gibt es nun verschiedene Möglichkeiten, die uns dazu führen. Ganz wichtig ist erstmal, den Zustand hier zu betrachten und überhaupt erstmal das Problem zu erkennen, unter dem wir derzeit leiden. Wir sind ein energetisches Feld. Das ist mittlerweile sogar physikalisch bewiesen. Wir selber haben mit unserem Verständnis noch ein paar Probleme, das wirklich so zu fassen, dass wir keine feste Materie sind, sondern dass wir ein energetisches Feld sind, was ständig in Wechselwirkung mit unserer Umwelt steht. Aber ändert nichts daran, dass es so ist. Ja, und dieses energetische Feld, das hier wäre so ungefähr der Idealzustand. Aber die meisten heutzutage, deren energetisches Feld sieht so aus. Sie werden von allen Seiten zusammengedrückt. Die ganzen Forderungen, die an uns gestellt werden, ob das nun gesellschaftlich ist, ob das familiär ist, ob das sozial ist, ob das ethisch-moralisch ist, sehr, sehr viele Sachen prallen auf uns ein, die Energie kommt und wir versuchen, diesen gerecht zu werden und das zu erfüllen und gehen gar nicht so mehr in den Austausch, in den Flow, sondern wir versuchen es allen gerecht zu machen. Unser Verstand diktiert unser Leben und er diktiert anhand von gewissen fixen Kriterien, wie wir zu sein haben und wir versuchen tatsächlich in diese Form hineinzugehen. Und das fängt schon körperlich an. Die jungen Mädchen von heutzutage haben Schönheitsideale, das ist komplett abstrus, Photoshop sei Dank. Das ist unglaublich, was die jungen Mädchen versuchen, sich tatsächlich körperlich in Form zu pressen, die anatomisch überhaupt nicht normal sind. Und da beginnt es, aber es geht immer weiter im Bereich der beruflichen Karriereleiter. Wir müssen erfolgreich sein, wir müssen idealerweise auch noch eine Familie gründen mit 1-2 Kindern, ein Haus haben und das ist dann wieder ein anderer Anspruch, der dann von der Gesellschaft kommt oder von der Familie kommt. Dann möchte man möglichst ökologisch leben, vegan leben, man möchte möglichst ethisch, moralisch ja, eine weiße Weste haben und auch da ist wieder eine von außen kommende Energie, die aufgrund der Fixierung durch unseren Verstand ja, überhaupt nicht energetisch bearbeitet wird, sondern einfach als Fixum angenommen wird und sich daran gemessen wird. Und dann entsteht hier was, das ist, ja, wie soll ich das am besten, das ist hochtoxisch. Das ist hochtoxisch hier und da sind Krankheiten absolut vorprogrammiert. Also ein Punkt, der heutzutage in unserer Gesellschaft unverkennbar ist, ist die Tatsache, dass wir hier an so vielen Krankheiten leiden, dass man sich eigentlich fragen muss, wie kann das sein? In so einer hochtechnologisierten Welt mit all der Forschung haben wir viel mehr Krankheiten als vorher. Sind sie wirklich alle nur ausgedacht oder sind sie vielmehr wirklich Ergebnis eines energetischen Ungleichgewichtes, in dem wir eben nicht im Flow sind, sondern zusammengepresst werden? Und ja, da bin ich ganz klar der Meinung, dass es eben so ist. Sonst würde ich auch gar nicht dieses Video machen. Ja. Also Krankheiten, eine große Sache. Des Weiteren ist es auch so, wenn wir dieses energetische Feld hier so sehen, dass es da auch noch eine andere Richtung gibt. Es gibt nicht bloß die Tatsache, dass wir hier zusammengepresst werden. Es gibt auch noch die andere Richtung. Da geht es darum, ich möchte mich frei entfalten.
Und das klingt erstmal so wie als etwas, was zum Beispiel auch ein gewisser War Spirit so sagen würde. Aber hier geht es darum, dass man das auf individueller Ebene fixiert, auf eine individuelle Ebene. Das bedeutet, dass, ja, wie sollte man das ungefähr malen? Ich male es einfach mal so. Also, das ist hier ein gewisses energetisches Feld, was trotzdem, ja, noch in irgendeiner Weise zusammen sich hält, eine gewisse Struktur hat. Und hier sind es dann einfach wirklich nur noch irgendwelche Partikel, die ja irgendwie in den Raum rumfliegen. Also das andere Extrem von dem. Hier wird zusammengepresst und hier, wow, das sind dann die Leute, die sich total entfalten, die alles ausprobieren und ja, und aber immer nur, und das, also diese sich entfalten und alles ausprobieren ist etwas Positives, aber, und darum geht es, immer nur darauf gerichtet, dass sie als Mensch einen Vorteil davon haben, dass sie losgelöst von ihrer Umwelt, dass sie sich besser stellen, dass es ihnen besser geht und ja, all diese Dinge. Deswegen habe ich auch meinen Kanalnamen geändert. Früher hieß es ja War Spirit, besser leben, und ja, nun heißt er In Liebe erleben, weil dieses besser ist eine Sache, die sehr, sehr viele einfach ja, egoistisch nutzen wollen. Auch Egoismus ist von zwei Seiten zu betrachten. Es ist nicht nur schlecht, aber das ist nicht das Thema heute. Aber das hier ist auf jeden Fall eine Sache, wenn man zu sehr ja, einfach das energetische Konstrukt, was man eben tatsächlich ist, wenn man das überhaupt nicht wahrnimmt, sondern man einfach nur ja, sein Ego nach außen fließen lässt und sagt, ich möchte einfach ja, erfolgreich werden und das Beste und alle anderen interessieren mich nicht, dann würde ich das persönlich eben so darstellen, weil da gibt es keine gesunde Grundstruktur, eine ja, gesunde Mitte sozusagen. Wir sagen zumindest die Buddhisten, die sind ja sehr gut in quasi in prägnante Worte bilden. Mal hier mal so ein, genau, das soll. Die sind halt so ein Buddhist, das ist halt das, die goldene Mitte. Was ich auch in meinem Leben erfahren habe, dass das tatsächlich eigentlich das ist, ja, was einem wirklich Zufriedenheit gibt. Dieses ganze Ekstatische, Selbstverwirklichung ohne Ende und alle Träume leben und Sky is the limit, alles ist möglich und so weiter, das ist meiner Meinung nach auch nicht der richtige Weg. Und dieser Weg führt eben auch zu Krankheiten, ne? Weil hier wird man irgendwann mit der Realität konfrontiert. Und wenn dann die Konfrontation kommt mit der Realität, dann ist das böse Erwachen. Und dann gibt man meistens irgendwelchen Menschen die Schuld, die diese Träume in den Kopf eingepflanzt haben. Und deshalb gibt es immer eine gute Mitte zu wahren. Das heißt, auch hier kommt es wie hier zu Krankheiten. Und ich schreibe es mal etwas ja, gemäßigter auf, zu Unzufriedenheiten. Das heißt, das und das, meiner Meinung nach, führt nicht zu dem Gefühl, wirklich hier quasi in dem Flow zu sein, die Energie zu spüren und das, was wir erreichen wollen. Das ist nämlich das. Ja, und nun ist der Weg. Drei Hügel, die ich aufgezeichnet habe. Das sind drei Dinge, auf die ich sensibilisieren möchte. Und zwischen den Hügeln, das ist ja so ein Wanderweg, könnte man hier so annehmen, also ein Wanderweg. Ja, das auch steht ein großer Eimer. Ne? In jeder Wanderung muss man auch mal rasten, muss was loslassen, was wegschmeißen. Und um dann irgendwann das Ziel dann auch zu erreichen. Und so wichtig es ist, dass man ein grundsätzliches Ziel im Auge hat, ein energetisches Ziel, wie in den Flow-Zustand zu kommen, so wichtig ist es, Dinge, das würdet ihr wahrscheinlich nicht erwarten, aber deswegen wird es genau hingeschrieben, Erwartungen und Wünsche wegzuschmeißen. Unsere Erwartungen, unsere Wünsche, die wir haben,
sind meist ganz konkrete, fixierte Dinge. Das mag helfen, für so einen Typ dieses auch zu erreichen. Dann hat man dann seinen Wunsch erfüllt. Das funktioniert sehr gut, wenn man etwas visualisiert und diesen fixierten Wunsch auch unbedingt haben möchte, dann erreicht man diesen Wunsch auch. Plus, wenn man diesen Wunsch erreicht hat, dann kommt, weil man so eine Persönlichkeit ist, weil man nicht gefestigt ist, dann kommt der nächste Wunsch. Und dann möchte man wieder den nächsten Wunsch erreichen. Und das schafft eine chronische Unzufriedenheit. Man erreicht zwar alle Wünsche, aber weil es so einzelne fixierte Dinge sind und nicht ganzheitlich, kommt es immer wieder zu Unzufriedenheiten, obwohl man eigentlich alles erreicht. Ich war selber in der Lage, ich habe alles erreicht im Leben, was man erreicht, was ich persönlich erreichen wollte. Ich hatte eine Familie, ich hatte, war reich, ich war Erfolg, also anerkannt in dem Sinne und ja, es war alles gut. Also alles gut im Sinne von, ich habe meine Wünsche erfüllt. Aber glücklich, das war ich nicht. Und deswegen kann ich euch sagen, werft eure Erwartungen und Wünsche einfach weg. Hier geht es um etwas durchaus Abstraktes. Hier geht es um einen Flow-Zustand. Ein Flow-Zustand ist ein gedankenloser Zustand. Und um diesen gedankenlosen Zustand zu erreichen, hilft es nicht, diesen gedankenlosen Zustand zu benennen. Deswegen habe ich ja auch nicht Flow hingeschrieben, sondern habe ich einfach mal eine Emotion hingezeichnet. Und was sind nun die drei Dinge, die ich persönlich für wichtig erachte, um in einen Flow-Zustand zu kommen? Es geht immer um das Leben, um grundsätzliche Aspekte des Lebens. Der erste ganz wichtige Punkt ist Interesse. Das mag für euch vielleicht etwas lapidar klingen, aber ein Interesse zu haben, ein Interesse am Leben bedeutet, dass man einen Forscherdrang hat, dass man Dinge entdecken möchte, dass man eine Faszination in sich trägt, eine intrinsische Motivation, Dingen, die passieren, zu untersuchen, zu erfüllen, Erfahrungen zu sammeln, egal ob sie positiv oder negativ bewertet werden, und aus diesen Erfahrungen wieder zu lernen, ein Interesse am Leben. Fragt euch selber, seid ihr interessiert am Leben? Seid ihr daran interessiert, wenn euch was widerfährt, was ihr negativ empfindet, dieses wirklich nochmals zu durchleben und mit Freude und mit Begeisterung zu schauen, was ist mir passiert, wie hätte das anders laufen können, warum ist es passiert, einfach Interesse zu entwickeln. Und damit geht auch einher, dass man eben nicht mehr darüber lamentiert, was passiert ist, sondern dass man die Dinge annimmt. Und dann sind wir nämlich bei dem zweiten. Das ist die Akzeptanz. Die Akzeptanz. Dinge einfach so anzunehmen. Und das ist, glaube ich, deswegen ist es auch der größte Hügel. Jetzt ist es der größte Hügel. Ist der größte Hügel, weil ich glaube, das ist tatsächlich die größte Herausforderung von allem. Dinge wie auch Schicksalsschläge einfach anzunehmen, akzeptierend anzunehmen und dann eben mit Interesse zu versehen und diesen Dingen dann auf den Grund zu gehen. Dieses beides kann man nur wirklich in einem hohen Grad, wir sind alle nicht perfekt, wir werden auch alle nicht perfekt sein, ich selber bin auch nicht perfekt und ich bin auch nicht das, was ich sage, dass ich das alles erfülle. Ich habe aber ein Interesse daran, das zu erfüllen. Ich habe ein Interesse an den Dingen, die um mich herum passieren. Und das ist entscheidend, dass man versucht, zu einem hohen Grade, dass man eine Orientierung hat, dass man einen Finger hat, der in die Richtung zeigt, was zu tun ist, um in den Flow zu kommen und das dann eben auch erfüllen. Das ist eine Sache ganz, ganz wichtig. Und das ist, ich hoffe, ihr könnt das lesen auf der Kamera, dass sie richtig eingestellt ist. Das ist Vertrauen. Das ist ein Vertrauen in die grundsätzliche Natur, in den grundsätzlichen universellen Transformationsprozess. Ein Vertrauen darin, dass das, was
viele Menschen schon immer gespürt haben, was uns die Physik jetzt auch zeigt, dass es alles ein energetischer großer Prozess ist, dass wir nicht losgelöst von allem existieren, sondern dass wir im ständigen Austausch mit allem sind. Und dass man in diese Prozesse vertraut, dass die Natur von sich aus heraus die Dinge tut, die richtig sind. Dass man darauf vertraut, dass Dinge, wenn sie passieren, dass sie ihren Sinn haben, dass nicht irgendetwas ungerecht ist oder irgendetwas ja, nicht sein sollte, sondern dass man vertraut darauf, dass das alles mit rechten Dingen zugeht, dass da keiner irgendwo die Strippen zieht und sei es Menschen, also Richtung Verschwörungstheorien, als auch vielleicht Satan oder ein böser Gott, der uns da irgendwie ärgern will, sondern dass man in das Vertrauen geht. Und das sind die drei großen Schritte. Wie sieht das nun praktisch aus oder wie könnte das praktisch aussehen? Da möchte ich einfach mal drei Beispiele nennen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel aus meiner eigenen Praxis, wenn ich ein Coaching anbiete. Ihr wisst ja alle, ich habe das jetzt ein bisschen runtergedrosselt wegen der Zeit. Ich mache nur noch 2 Coachings pro Woche. Dass ich, wenn ich jemanden versuche zu helfen, gar nicht wissen kann, inwieweit ich ihm helfe, energetisch. Ich kenne sein konkretes Problem nicht und entsprechend weiß ich auch nicht, was ich in dem Coaching sagen werde und wie weit ich ihm helfen werde. Und trotzdem machen es sehr, sehr viele Coaches so, dass sie einen festen Preis und Preis oder Geld ist eine Form von Energie. Das ist ja, einfach ein fester Betrag, den man dann bezahlt, um ja, seine Leistung anzubieten. Man sieht aber nur sich. Das ist dann entweder hier oder hier angesiedelt. Man weiß nicht, ob das das Gleichgewicht ist, weil man weiß nicht im Vorhinein, wie man den Menschen hilft. Man weiß auch nicht im Vorhinein, welche finanzielle Situation hatte dieser Mensch, von dem ich jetzt Geld, Energie verlange. Was bedeutet zum Beispiel ein Betrag von 100 Euro für diesen Menschen? Ist das jetzt extrem sehr viel Geld? Kann er dafür 2 Monate essen und trinken? Oder ist das für ihn gar nichts, weil er im Monat 20.000 Euro verdient? Das weiß man alles nicht, aber trotzdem setzt man einen festen Betrag. Und das führt zu energetischem Ungleichgewicht. Weil dann Menschen, ich hatte jetzt vor kurzem in den Kommentaren eine Frau, die beim Benjamin Weidich ein Coaching gebucht hat und glaube 150 Euro bezahlt für die Stunde und war danach sehr unzufrieden. So, und das ist dann eine gewisse Energie, die man damit ausgelöst hat. Und das ist etwas, was auf einen irgendwann wieder zurückfällt. Und solche Dinge. Und deswegen beim Coaching einfach freiwillige Bezahlung. Man bietet ein Coaching an und derjenige, dem geholfen wurde, kann selber bestimmen, ob ihm das was wert ist oder und wie viel ihm das wert ist. Was ist die Energie, die sich für ihn richtig und stimmig anfühlt? Ich sage das auch immer, fast immer zu Beginn jedes Coachings, dass ich demjenigen sage, mach dir keine Gedanken über das Geld. Du wirst am Ende genau wissen, wenn ich heute, dann morgen oder übermorgen, was das für dich gut macht. Wie viel Geld man überweisen sollte, wie sehr man dir geholfen hat. Mach dir da keine Gedanken über, oh, was sollte ich zahlen oder ist es unverschämt, wenn ich dir zu wenig gebe oder sonst was. Sondern wirklich fließen lassen. Denn nur dann, wenn derjenige wirklich fließen lässt und wirklich in den Flow Zustand kommt, indem er wirklich einfach sich hineinfühlt in die verschiedenen Zahlen und dann eine Entscheidung trifft, nur dann kommt es auch bei demjenigen, der das Coaching angeboten hat, auch wieder energetisch gut zurück. Das heißt, so ein Coaching ist ein gutes Beispiel dafür. Dann, zweites, gutes, populäres Beispiel heutzutage, Sozialleistungen. Sozialleistungen ist ja immer noch so ein bisschen ein rotes Tuch. Viele, die auf meinem Kanal unterwegs sind und schon länger unterwegs gewesen sind, wissen, dass ich auch letztes Jahr für knapp 1,5 Jahre auch Sozialleistungen in Anspruch genommen habe, um meine Selbstständigkeit aufzubauen. Hier, das Business, YouTube. Und da ist natürlich so, dass man etwas nimmt. So. Und wenn man etwas nimmt, dann fühlt sich das auch immer, also dann spürt man eben so ein energetisches Ungleichgewicht. Und da gibt es auch dann in der heutigen Gesellschaft oft Menschen, die versuchen, also die nehmen einfach nur, aber sie können nicht geben. Und andersrum. Und bei den Sozialleistungen ist es tatsächlich so, dass ich habe ja schon mal als Arbeitsvermittler gearbeitet. Das heißt, ich saß auf der anderen Seite des Schreibtisches und da
begegneten mir auch Arbeitslose, die sehr unzufrieden waren. Anstatt dass ich von ihnen Dankbarkeit gespürt habe, dass diese Menschen quasi ja, sich beruflich neu orientieren können und dafür Unterstützung bekommen und Hilfe bekommen aus sehr, sehr vielen Kanälen, ja, waren diese Menschen einfach unzufrieden. Und ich habe mich gefragt, warum seid ihr unzufrieden? Und ich selber habe dieses Thema ja schon einige Male auch auf meinem Kanal beleuchtet, von allen Seiten. Ja? Auch also zum einen von der Seite, dass ich die Menschen animiere dazu, keine Angst davor zu haben, Sozialleistungen zu beziehen und sich beruflich neu zu orientieren, um eben sich selbst in einem gesunden Maße zu finden und dadurch eben auch wieder in die Arbeit zu kommen, in die Aktivität, weil wir Menschen sind zur Arbeit geboren. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht. Also von der Seite, als auch von der Seite, dass ich dieses Lamentieren vieler ALG-2-Empfänger, wenn es darum geht, oh, es ist viel zu wenig Geld, es ist zu wenig zu leben und zu viel zum Sterben, dass ich da auch mal kritisch meinen Finger in die Wunde lege und zum Beispiel das Buch Rohkost for Low Cost, wo ich zeige, dass man mit einer vollwertigen Rohkost, die man nur kauft, für 50 Euro im Monat essen und trinken kann. Der Hartz-IV-Regelsatz für Essen und Trinken ist 140 Euro. Also da kann man jeden Monat 90 Euro beiseite legen. Da hat man im Jahr, kann man da locker seinen Urlaub noch leisten als ALG-2-Empfänger und noch vieles mehr. Und ja, also auch da beide Seiten beleuchtet. Also die Dankbarkeit in Sozialleistung, das ist ganz häufig eine Sache, die ich vermisse. Und auch das ist so ein energetisches Ungleichgewicht. Wenn die Leute, die sozusagen Sozialleistung beziehen, wenn sie realisieren, was das für ein wahnsinniges Geschenk von der Gesellschaft ist und dafür dankbar sind, dann fühlt sich ihr Leben ganz anders an. Dann sind sie viel mehr so als so. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, die Sozialleistung bei uns hier in Deutschland. Und als letztes möchte ich noch Beziehungen ansprechen. Das ist das letzte Beispiel. Wo ich dann zum Fazit komme, die Beziehungen, egal ob das jetzt Beziehungen zwischen Menschen sind oder zwischen Mensch und Tier, wenn man in Beziehungen energetisch Liebe fließen lässt, sozusagen gibt und sagt, hey, ja, das ist meine Liebe und nichts erwartet dafür, weil Erwartungen ist wieder etwas, worunter wir selber leiden, was Druck aufbaut, das baut Druck auf den anderen auf. Man kann zu jemandem sagen, ich liebe dich und baut damit Druck auf und nimmt Energie quasi. Und man kann jemanden wirklich lieben, das ist die bedingungslose Liebe, indem derjenige sich komplett frei entwickeln kann, indem er sozusagen nicht zusammengepresst wird von der Liebe, indem man sagt, hey, ich liebe dich, aber du darfst mit keinem anderen schlafen. Oder hey, ich liebe dich, aber wir sollten zusammenziehen. Oder hey, ich liebe dich, dein Beruf solltest du allerdings aufgeben. Auch gern gesehen. Hey, ich liebe dich. Ah, es wird Zeit für eine Familiengründung, ich möchte jetzt schon bald ein Kind, sonst wird das mit uns nichts. So, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten zu sagen, ich liebe dich und damit Druck aufzubauen und Energie negativ sozusagen oder ich sag mal dem anderen Druck zu verpassen. Oder es gibt halt tatsächlich wirklich die Liebe, die man sagt, hey, entfalte dich frei, mach was du willst, ich liebe dich wie du bist, ich möchte einfach, dass du erblühst. So, und das in Beziehungen, das kann auch in Beziehungen zu Tieren sein, zu Beziehungen zu irgendwelchen Dingen, die wir gar nicht als lebende Dinge wahrnehmen, aber einfach so energetisch Liebe schenken. Das ist das eine, was sehr, sehr wichtig ist. Und das andere ist auch, dass man Liebe annehmen kann. Das ist gar nicht so einfach, wie sich das anhört, weil viele Menschen haben ein Problem mit ihrer Selbstliebe. Und wenn man sich selber nicht liebt, dann fällt es sehr schwer, die Liebe anderer Menschen anzunehmen. Und dann vermutet man unterbewusst, dass der andere das nur aus einem Zweck macht, dass das keine echte Liebe ist. Man kann das gar nicht glauben. Wie kannst du mich lieben? Ich bin doch gar nicht liebenswert. Da sagt kaum jemand, aber bei vielen läuft dieses Programm unterbewusst ab. Ja. So. Ich hoffe, ich konnte euch einen schönen Eindruck heute machen, was es bedeutet, in den Flow zu kommen. Das ist natürlich alles etwas abstrakt, aber das ist auch gut so, weil umso fixierter das ist, und es ist schon schlimm genug, dass ich hier diese drei Begriffe genutzt habe, umso fixierter das ist, umso mehr könnte es sein, dass Erwartungen und Wünsche gebildet werden. Wenn man einfach nur sagt, in den Flow kommen, in die Zufriedenheit, so ausschauen irgendwann und dazu so den Finger zeigt mit den verschiedenen Dingen, dann ist das einfach eine Sache, die, glaube ich, energetisch, dass immer wieder bei dem energetischen Austausch besser bei euch ankommt. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian.